Bei der ersten Battlefield-Show gibt's schlechte Piloten, gute Waffen und einen Ausblick in die Zukunft. Ja, kommen wir nun zu der ersten Lieblingswaffe, die ich euch im Rahmen dieser Battlefield 3 Show vorstellen will. Das ist die Elfer Machtjahr 2, eine Sturmwaffe des Medics oder Assault. Ist ja das gleiche. Die zeichnet sich durch mehrere Dinge aus. Das wären zum einen das, meiner Meinung nach, eines der besten Iron Sights im ganzen Game. Mit dem spiele ich ja auch. Mit dem kann man auch schon ohne, man kann halt ohne irgendwelche Visiere schon sehr gut zielen mit der Waffe. Es gibt ja andere Waffen, die haben sehr schlechte Iron Sights, aber das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall. Dann hat sie eine sehr niedrige Feuerrate von nur 650. Vor dem Patch war es ein bisschen unfair, weil ja diese niedrige Feuerrate dazu geführt hat, dass sie eine eher der schwächeren Waffen war. Nach dem Patch wurde die Genauigkeit erhöht und der seitliche Verzug verringert, weswegen ja diese niedrige Feuerrate jetzt mittlerweile gut ausgeglichen ist. Und dadurch hat sich die Elfmachtjahrzeit zu einer der besseren Sturmwaffen gemausert. Und ich kann sie euch einfach nur mal empfehlen. Die meisten spielen ja M16 oder AEK als Assault, aber die Elfmachtjahr 2 ist mittlerweile auch eine richtig gute Waffe geworden durch den Patch. Und wie gesagt, probiert sie mal aus. Ist eine sehr schöne Sturmwaffe. Ja, fangen wir auch direkt an mit, ja, Fail. Das hat sich vor schon einigen Monaten ereignet. Und zwar wollte ich, dass hier der Knilch fliegt, weil ich genau wusste, dass ich kein Heli fliegen kann. Aber er hat es nicht gerafft. Letztlich musste ich dann doch fliegen und ich sag mal so, das ist nicht ganz so gut geendet. Schaut es euch einfach selbst an. Aber zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich mittlerweile schon immerhin einigermaßen passabel Heli fliegen kann. Ja, das war's auch schon mit der ersten Battlefield Show. Geplant ist, dass ich das jetzt regelmäßig mache. Nicht jetzt jeden Tag, aber vielleicht einmal pro Monat ungefähr. Könnt ihr damit rechnen. Ich werde dann halt diese Mini-Kategorien beibehalten, wie etwa Lieblingswaffe oder Battlefail. Es wird dann auch ab und zu neue Sachen geben, zum Beispiel Map Guide habe ich mir schon überlegt, irgendwas dazu zu machen. Halt in kurzer Zeit, zum Beispiel die wichtigsten Punkte bei einem Rush auf irgendeiner Map zu erklären, wie man da am schnellsten gewinnt oder solche Sachen. Oder allgemeine Tipps, zum Beispiel zur Eroberung, was man bei dem Modus beachten sollte, weil ich den auch sehr gern spiele. Oder andere Sachen, die euch unterhalten könnten bei Battlefield. Da gibt es ja ein riesiges Spektrum an Dingen, die man anmachen könnte. Ich bin auf euer Feedback zu dieser ersten Show gespannt und haut rein.